Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Wie schon mal erwähnt in der letzten Aufnahmesession, mache ich heute mal jetzt so eine Special-Folge, in der ich eigentlich nur Collectibles einsammeln werde. Ich habe hier nebenbei eine Karte offen, die mir ein paar Standorte eigentlich verraten sollte. Aber mal schauen, ob ich das wirklich alles finden werde. Ich denke zwar wahrscheinlich dann doch nicht unbedingt. Sicherlich nicht ganz so einfach sein wird. Aber das werden wir ja jetzt dann gleich sehen. Die Kamera hier haben wir, glaube ich, schon. Yes. Dann sollten eigentlich hier in dieser einen Gasse ein paar Dinge sein. Zumindest sind hier oben ein paar Leute, die ich verprügeln kann. Aber hier waren wir ja schon mal. Da drüben gibt es, glaube ich, nichts, wenn ich das richtig sehe. Da unten sind ein paar Typen, aber ich glaube, die haben gar nichts dabei. Ich glaube nicht, dass hier oben irgendwas ist. Dann haben wir schon den Tresor. Kann ich hier irgendwie runterspringen, ohne dass ich mich gleich... Nee. Obwohl, das sind zwei Tresore und, glaube ich, Schreine. Wir könnten doch mal kurz dort hinterher uns das Ganze hier nochmals anschauen. Den Tresor haben wir. Sonst gibt es hier gerade nichts. Da kann ich nicht hoch. Gut. Hier ist nichts. Da ist auch ein Tresor, den haben wir auch. Ist natürlich Mist, dass hier... dass es hier die zwei Wege gibt, die man hier laufen kann. Und deshalb wahrscheinlich auch etwas übersehen kann.
Aber sonst gibt es hier nichts. Ja, kommt. Lass es stecken. Ich würde sagen, ich statt hier wirklich alles abzusuchen. Da muss ich hinterher. Hitman Agent 47 and a half. Rettet alle. Kann ja schließlich nicht eine Dame in Stich lassen. Hallo. Bitte, bitte. Gut, da habe ich jetzt gerade nichts gefunden. Und statt wirklich alles abzusuchen, ja. Oh. Ich kann es ja sogar einblenden, ich Vollidiot. Woher weiß ich, was ich schon... ...gefunden habe. Den habe ich schon. Nahkampf-Upgrade ziemlich in der Mitte hier. Ist das vielleicht dort auf diese Baustelle? Aber ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Okay, das ist mir ein Rätsel.
Ich glaube, es ist schlau, wenn ich einfach mal bloß zum Beispiel die ganzen Schreine abgrase und dann alles andere. Den haben wir. Der rechten Seite ist ein Tresor. Den habe ich auch schon. Den habe ich hier auch. Im Tempel habe ich alles, das weiß ich gerade. Im Park gibt es zwei Kameras. Den habe ich auch. Hier gibt es einen Tresor. Den ich wahrscheinlich auch schon habe. Irgendwo. Da drin, ja, den habe ich auch schon. Sicherlich, eine Ice Cream gibt's immer. Die eine Kamera ist dort oben, die haben wir, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, und die andere müsste eigentlich dort unten sein. Wahrscheinlich haben wir die auch schon. Ja, okay. Dann gleich geradeaus in die Gasse. Ist doof, dass ich immer ein Auto rufen muss. Way. I need a car. A car? Takla! I'll be there right away. Ist ja auch so gut, dass er immer das gleiche bringt, nämlich das Motorrad hier. Danke. Here you go. Don't wreck it too much. Okay. Okay. Thank you.
Den Tresor haben wir auch schon. Die Kamera hinter mir gibt es auch noch. Irgendwo. Die leuchtet grün, die haben wir auch schon. Das haben wir auch. Hier unten gibt es noch zwei Dinge. Drei Dinge. Wait, bin ich doof? Ja, ich bin doof. Ich bin echt doof. Alles, was grau markiert ist, haben wir noch nicht. Oh. Mann, da kann ich ja noch lange alles durchsuchen. Ja, sorry Leute, ich bin doof. Ja, gut. Gut, das vergessen wir mal. Da habe ich gar nicht darauf geachtet, dass es manche Symbole gibt, die grau hinterlegt sind und dann manche sind weiß hinterlegt. Gib mir mal die Karte, bitte. Bye. So. Haben wir schon mal den zweiten Truck oder dritten, den wir hier entführt haben? Auch gut. Und das gibt wieder Money. Das gehört, glaube ich, auch zu den 100% dazu. Love is love. Adi.